Wenn du keine Lust hast, immer Zeit gegen Geld zu tauschen, dann ist dieses Video hier extrem wichtig für dich, weil ich zeige dir meine 5 Schritte auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Aber was ist überhaupt finanzielle Freiheit? Finanzielle Freiheit ist nichts anderes, als dass du so viel Geld verdient hast, dass du von den Renditen auf dieses Geld leben kannst. Oder anders ausgedrückt, dass du ein Unternehmen aufgebaut hast, wo so gut wie keine Zeit von dir mehr drin steckt, aber was so viel Geld erwirtschaftet, dass du davon locker leben kannst und einen guten Lebensstil pflegen kannst. Also zumindest ist das das für mich. Und wie du das erreichen kannst und meine 5 Schritte, die ich gegangen bin auf diesem Weg, möchte ich dir in diesem Video hier einfach mal vorstellen. Und fangen wir mal an. Ich glaube, die wenigsten von uns haben Lust, ihr Leben lang für jemand anderen zu arbeiten. Bei mir war das auch so, an der Uni hatte ich auch keine Lust darauf. Aber es kann sein, dass das auch der Beginn ist einer finanziellen Freiheit. Weil Schritt 1 der finanziellen Freiheit ist aktives Einkommen aufbauen. Und das heißt nichts anderes, es ist Einkommen, wo deine Zeit drin steckt. Das heißt, du musst entweder in deinem eigenen Business oder für jemand anderen deine Zeit opfern, Gas geben. Du musst richtig reinklotzen, um ein hohes aktives Einkommen aufzubauen. Weil ganz ehrlich, vom Sparen ist noch niemand reich geworden, oder? Weil das ist ja, wird ja oft so gesagt, ja hier, ich spare dann noch, kaufe ich da im Aldi nochmal 10 Cent billiger. Das funktioniert nicht. Um wirklich ein hohes Einkommen aufzubauen, da musst du auch natürlich hohes aktives Einkommen ganz am Anfang haben. Bei mir war das so, dass ich 2009 mein erstes Unternehmen gegründet habe. Das war damals ein Start-up und da haben wir Passbilder übers Internet verkauft. Und ja, das hat ganz gut funktioniert, aber das Einkommen war halt recht niedrig. So, und dann habe ich irgendwann mit einem Freund zusammen das zweite Unternehmen gegründet. Das war die Flirt University und dort hatten wir dann ein hohes, also höheres, aktives Einkommen erwirtschaftet. Das heißt, wir haben Coachings gemacht, 1:1 Coaching. Ganzer Tag irgendwo hingereist, mit einem Klienten gearbeitet und dafür Geld bekommen, aber recht hohe Stundenlöhne dafür auch bekommen. Wir haben Workshops gemacht, da stand auch meine Zeit drin, ne? Wir haben die ganzen Webseiten und alles erstellt. Das haben wir alles selber aufgebaut. Das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Aber das war der erste Schritt, dass du es schaffst, dass du ein hohes Einkommen hast. Dann kommt der zweite Schritt. Dann kannst du, erst wenn du das hast und wenn du auch gelernt hast, wie kann ich überhaupt Kunden weiterhelfen? Wie kann ich überhaupt Mehrwert schaffen? Was lernt man am besten immer noch im 1:1 mit Menschen direkt? Dann kannst du den zweiten Schritt gehen. Und der zweite Schritt ist, dass du dein Einkommen ortsunabhängig gestaltest. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du dann das Ganze nicht mehr live machst und irgendwo hinreist, sondern alles über Videocalls machst, die Coachings über Videocalls machst, mit Klienten sprichst, Geschäftstermine online machst und dein Business weiterhin ortsunabhängig aufbaust. Weil im Endeffekt dadurch sparst du dir eine ganze Menge Reisezeit und du hast halt mehr Freiheit, weil du kannst auf einmal um die Welt reisen, was mega geil ist. Und das habe ich dann 4 Jahre auch komplett gemacht. Also der nächste Schritt ist im Endeffekt zu schauen, wie kann ich das Einkommen, was ich aktiv erwirtschaftet habe. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, du bist vielleicht im Job und verdienst da extrem viel Geld. Dann ist deine Aufgabe zu schauen, wie kannst du das ortsunabhängig gestalten. Das heißt, wie kannst du vielleicht im Homeoffice arbeiten. Ne? Das wäre dann die nächste Möglichkeit. Das würde dir schon sehr, sehr viel mehr Freiheit geben. Und der dritte Schritt, der ist dann ein extrem spannender Schritt. Das ist das ganze Einkommen mehr passiv zu gestalten. Das heißt, da wo du jetzt deine aktuelle Zeit drin hast und du arbeitest und hustelst und gibst Gas und das macht dir auch Spaß, aber du möchtest jetzt anfangen, mehr Zeit zu haben und dadurch versuchst du natürlich die Sachen, die du schon machst, passiv zu gestalten. Wenn du zum Beispiel Coachings machst, kannst du vielleicht anfangen, Gruppencoachings zu machen. Das heißt, du steckst deine Zeit mit allen deinen Klienten zusammen und machst es nicht mit jedem 1:1. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du stellst Mitarbeiter ein. Wenn du schon gutes Geld verdienst, stellst du Mitarbeiter ein, die von dir quasi die Zeit übernehmen, deinen Mehrwert schaffen und du bist da nicht mehr so stark involviert. Oder, und das ist das, was ich am liebsten mache, du schaffst es, dein Einkommen passiv aufzubauen, indem du Webseiten erstellst, die automatisiert für dich Geld verdienen. Indem du zum Beispiel Werbeanzeigen erstellst, die auf Webseiten führen und dann Systeme schaffst, die immer wieder für dich Geld generieren. Und das kannst du alles automatisieren. Das kann man lernen, das ist möglich. Und wenn du das geschafft hast, hast du natürlich nochmal ein zusätzliches passives Einkommen. Kommen wir zum vierten Schritt und das ist einer, den ich ganz spannend finde und zwar, dann solltest du nicht den Fehler machen, den die allermeisten machen. Das ist nämlich, dass sie dann anfangen, sich teure Spielzeuge zu kaufen, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt meine ersten 100.000 Euro verdient, kaufe ich mir mal ein schickes Auto, vielleicht noch eine geile Wohnungseinrichtung und so weiter. Und erstens habe ich die Erfahrung gemacht,
Sachen zu kaufen, bringt dir nicht so viel Glück, nicht so viel Erfüllung. Und wenn du wirklich auf Freiheit aus bist, solltest du diesen Schritt noch etwas weiter zurückschieben. Du sollst nämlich dann erstmal anfangen, wirklich ganz normal dein Leben so weiterzuleben wie bisher, dein Business aufzubauen, zu skalieren und das Geld, was du dann sparst, das ist nämlich später sehr, sehr wichtig, um sehr, sehr schnell diese finanzielle Freiheit zu erreichen. Und dazu kommen wir jetzt auch zum fünften Schritt. Und das ist im Endeffekt, lerne zu investieren. Also das Geld, was du dann quasi verdient hast, kannst du in verschiedene Sachen investieren, zum Beispiel in Aktien, du kannst in Immobilien investieren, kannst zum Beispiel von der Bank dann auch nochmal Kredite bekommen, wenn du schon ein hohes Einkommen auch hast, dann noch Immobilien kaufen, günstige Kredite in Anspruch nehmen. Du kannst zum Beispiel auch in Kryptowährungen vielleicht investieren oder auch in Startups, dass du zum Beispiel mit Leuten sprichst, die geile Projekte haben und dass du einfach der Geldgeber bist. Ist sehr riskant, aber kann sehr lukrativ natürlich sein. Und du sollst dir dort ein Portfolio aufbauen, wo du einfach sagst, hey, so und so viel Prozent in das, so und so viel Prozent in das. Und dann hast du ein langfristiges Einkommen erreicht, was dann nochmal zusätzlich zu deinem Business, was schon passiv ist, auch nochmal für dich Einkommen generiert. Und wenn du das schaffst und daran arbeitest, dann kannst du dir sehr, sehr schnell ein freiheitliches Business aufbauen, ein freiheitliches Leben aufbauen und quasi in Anführungsstrichen in Rente gehen. Und in Rente gehen meine ich nicht, dass du jetzt nichts mehr tust, aber dass du dann irgendwann an dem Punkt bist, wo du weißt, hey, ich muss jetzt nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern ich mache das halt, was mir Spaß macht. Ich suche mir Ressourcen, ich suche mir Mitarbeiter, ich sorge dafür, dass ich Systeme schaffe und nicht mehr aktiv arbeite. Und wenn du wissen möchtest, welche Geschäftsideen sich denn dafür eignen, für finanzielle Freiheit, dann schau dir mein Video an, die Top 8 Geschäftsideen für Freiheitsliebende. Da bekommst du noch weitere Informationen. Gib mir ein Like, lass ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Alex.